Über Geld spricht man nicht, ist meiner Meinung nach ein eher unvorteilhafter Glaubenssatz, wenn es um die Finanzwelt geht. Das Thema Geld betrifft uns alle und es sieht auch nicht unbedingt danach aus, als würde sich das in naher Zukunft ändern. Finanzielle Unabhängigkeit ist heutzutage ein Ziel von vielen und noch nie gab es so viele Wege, die einen angeblich schnell reich machen. Doch das Thema Geld ist ein Tabuthema. Es ist gesellschaftlich ein bisschen verpönt, darüber zu reden und auch in der Schule wird einem nicht unbedingt beigebracht, wie man sich später mal in eine finanziell stabile Lage bringt. Also dachte ich mir, ich begebe mich auf die Suche nach Wissen aus erster Hand und als ich dann gemerkt habe, dass das Internet voll mit unseriösen Wegen ist, wie man angeblich schnell und risikofrei an Geld rankommt, habe ich versucht, meine Quellen ein wenig zu ändern und habe relativ verzweifelt diese Story hier in die Welt gesetzt. Falls irgendjemand, der mir hier folgt, reich sein sollte, also genauer einen Networth besitzen sollte, über 1 Million oder fast 1 Million, ich würde euch für ein Video brauchen. Und zu meiner Verwunderung meldeten sich tatsächlich ein paar Millionäre. Das ist Kai, 41 Jahre alt, er ist gelernter Optiker, kam dann aber auf die Idee, Apps zu machen und hat mittlerweile eine Agentur mit über 50 Mitarbeitern. Übrigens hat Kai auch einen YouTube-Kanal rund ums Thema Apps. Ihn hier werden vielleicht ein paar auch von YouTube kennen. Das ist Torben, Mitte 30, hat seine erste Million im Vertrieb gemacht mit Social Selling, sprich Verkauf von Produkten über Social Media. Heute hat er eine Medienagentur namens TPA Media und die spezialisiert sich auf Sachen wie Branding und Social Media Auftritte. Das ist David, er hat sein Vermögen durch E-Commerce aufgebaut. Heutzutage ist oft von High-Value-Skills die Rede. Ein High-Value-Skill, zu Deutsch wertvolle Fähigkeit, ist einfach irgendetwas, was man kann, was gerade gefragt und demnach auch gut bezahlt ist. Programmieren ist ein klassisches Beispiel, aber auch Videografie oder Content-Creation ist heutzutage so gefragt, dass es halt extrem lukrativ sein kann. Aber was ist der ultimative Skill? Es muss doch eine Fähigkeit geben, die über allen anderen steht. Ich habe mich also entschlossen zu fragen, was ist deiner Meinung nach der wichtigste Skill, um Geld zu verdienen? Ich würde Sympathie nennen. Also grundsätzlich, man muss auf jeden Fall verkaufen können, weil egal was man macht, man muss entweder sich selbst oder halt eben eine Dienstleistung verkaufen, sonst kommt man zu nichts, ob als Angestellter oder in Selbstständigkeit. Aber dafür muss man eine gute Sympathie eben haben, um da irgendwie gute Verbindung halt zwischen den Leuten hinzukriegen. Es geht auch anders, aber mein Weg ist eigentlich das und von dem her ist das für mich der Key gewesen. Also 100% verkaufen, weil auch wenn das Wort so ein bisschen negativ behaftet ist, ne, viele Leute sagen, boah, ich mag das nicht, ich will nichts verkaufen oder verkauf mir nichts. Wir tun das halt die ganze Zeit. Na, guck mal, wir haben jetzt hier gerade das Interview, sag ich mal, ich verkaufe mich gerade dir, ich verkaufe mich deiner Audience. Na, du sitzt bei einem Date, du verkaufst dich halt auch auf eine gewisse Art und Weise. Du willst natürlich einen guten Eindruck machen und das ist alles für mich verkaufen. Und ich denke, das ist ein Skill, den man wirklich in jeder Situation braucht. Da würde ich sagen, zwei Sachen sind sehr, sehr wichtig. Zum einen ist es sehr wichtig, dass man lernt, konsequent an etwas zu arbeiten. Das ist eine Sache, die ich glücklicherweise sehr früh gelernt habe. Und damals war es bei mir der Sport, der mir geholfen hat. Und zwar hatte ich ein Ziel, innerhalb von 10 Wochen eine gewisse Form zu erreichen. Und da habe ich mich damals wirklich sehr strikt ernährt und auch sehr strikt trainiert und habe dadurch aber sofort Resultate bemerkt. Und das hat mich dann immer weiter gepusht. Und dadurch habe ich gelernt, dass ich, wenn ich mir ein Ziel stecke und das irgendwie für mich greifbar ist, dass ich nur konsequent bleiben muss, bis ich es erreiche. Ja, der zweite Skill ist meiner Meinung nach in der aktuellen Zeit ist der wichtigste Skill, dass ich Informationen validieren kann. Also ein Skill wäre in dem Fall, mit Suchmaschinen umzugehen. Das bringt dir in der heutigen Zeit wirklich extrem viel. Es gibt ja bekanntlich viele Wege zur Million, aber verkaufen und die Psychologie dahinter ist ernsthaft eine Fähigkeit, die einem in allen Lebenslagen zugutekommt. Wenn man keine Produkte verkauft, dann verkauft man sich selber, sei es an eine Firma, die einen dann anstellt oder einen Auftrag erteilt oder sogar beim Dating. Die grundlegende Formel, um an Geld zu kommen, ist also relativ simpel und lautet Wert mal Skalierung. Ein ausschlaggebendes Prinzip beim Anhäufen von Vermögen ist, wie sehr man das Ganze hebeln kann. Einfach nur seine Zeit gegen Geld zu tauschen, hat irgendwann ein Limit, da man einfach nicht mehr arbeiten kann. Selbst wenn man 24 Stunden am Tag arbeiten würde, hätte das irgendwann ein Limit, weil der Tag halt einfach nicht mehr Stunden kriegen kann. Es kann also vorteilhaft sein, zu versuchen, sein Einkommen und seine Zeit zu entkoppeln. Beispielsweise bei der Kreation eines Produktes wird der Zeitaufwand nur einmal investiert und das Produkt lässt sich dann immer und immer wieder verkaufen. Jedoch habe ich persönlich davon natürlich keine Ahnung, aber das Beispiel, was ich euch geben kann, sind YouTube-Videos. Ein YouTube-Video zu produzieren kostet mich einmal viel Arbeit. Wenn das jedoch online ist,
gibt es theoretisch gesehen keine Grenze, wie hoch das skalieren kann. Social Media wird nach Reichweite bezahlt und als ich vor ein paar Jahren angefangen habe mit YouTube-Videos, bekamen die im Schnitt ca. 20 Aufrufe nach einer Woche. Wenn man das auf einen Stundenlohn runterrechnet, wären das vielleicht ein Bruchteil eines Cents. Aber heute, viele Jahre später, ist die durchschnittliche Aufrufeanzahl das Tausendfache und mein theoretischer Stundenlohn ebenso. Außerdem ist ein Video einmal online, bleibt dann online und sammelt kontinuierlich Aufrufe. Ich bin natürlich noch Lichtjahre davon entfernt, irgendein Millionär zu werden und auch sonst nicht sonderlich kompetent, aber das war bei mir so ein richtiger Aha-Moment und darum wollte ich das euch auf keinen Fall vorenthalten. Oft wirft man wohlhabenden Menschen auch vor, dass sie geerbt hätten. Das ist aber nur in den seltensten Fällen der Fall. So sind heutzutage laut Statistik ca. 80% aller Millionäre self-made und derzeit steigt die Zahl der Menschen, die das erste Mal in ihrer Familiengeschichte die Grenze von 1 Million Euro erreichen, so schnell wie noch nie. Meine nächste Frage war also, was würdest du machen, wenn du heute nochmal bei Null starten würdest? Auf jeden Fall schauen, welche Probleme haben die Menschen, wie kann ich die lösen und eine Lösung anbieten für nach Möglichkeiten ein Problem in einem Kreis von Menschen, denen es sehr, sehr viel wert ist, eben dieses Problem gelöst zu bekommen. Also wieder ein Dienstleistungsbusiness würde ich machen. Also witzigerweise habe ich für mich selber so ein System, wo ich das tatsächlich sogar öfters mache. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mein Geld irgendwie vom Konto runternehme oder so oder alles verkaufe oder verschenke, sondern wenn ich jetzt beispielsweise ein neues Unternehmen aufziehe, ne, wie jetzt mit unserer App, die rausgekommen ist, dann versuche ich das immer wirklich zu bootstrappen, also wirklich von Null aufzubauen und nicht einfach zu sagen, ey, ich nehme jetzt einfach mal 100.000 Euro und packe das da rein, sondern lass uns doch gucken, was können wir von Null aus wieder erreichen. So kann man zum Beispiel Workshops machen, kann man vielleicht mit einem geringen Invest starten und sich wieder hocharbeiten und so weiter. Aber um deine Frage zu beantworten, ganz konkret, also ich würde 100% was mit Social Media machen, eine Social Media Dienstleistung, sei es jetzt Cutting, ne, Thema Hochformat-Videos, Shorts, ist glaube ich ein super guter Skill, womit man heutzutage Geld verdienen kann. Dann natürlich auch das Bauen von Webseiten. IT-Bereich, Programmieren ist auch etwas, was immer, wo weniger Leute Lust drauf haben, aber was eigentlich immer noch gebraucht wird. Oder dann auch wirklich später, wenn man eine Expertise aufgebaut hat, sag ich mal, in Richtung Dienstleistung zu gehen, Beratung. Ne? Also wirklich eine Strategie aufzubauen, zu einem Unternehmen hinzugehen und zu sagen, hey, ihr solltet das so und so machen, um eine Kundenbindung zu halten, neue Kunden zu gewinnen, Mitarbeiter und so weiter. Ich würde als allererstes starten damit, dass ich mir eine Sache suche, die aktuell am Markt gebraucht wird, wahrscheinlich irgendwie im Online-Bereich, also einen High-Income-Skill entwickeln. Wenn ich jetzt auch kein Wissen hätte, dann würde ich wahrscheinlich versuchen, Copywriting-Dienstleistungen anzubieten oder mich in der Videografie selbstständig zu machen, beziehungsweise einfach einen Skill zu entwickeln, der mir mal ein hohes Einkommen generiert, wo ich aber auch flexibel bin in meiner eigenen Gestaltung, wie ich meine Zeit verbringe. Mein Tipp wäre an sich gewesen, so für was sollte man am besten machen, ist halt wirklich so in sich selbst investieren. Weiß nicht, ob das noch interessant ist, weil grundsätzlich ist, ob du jetzt Angestellter bist oder egal wo, wenn deine Skills besser werden, kriegst du mehr Geld, entweder im Gehalt oder halt eben über Rechnungen oder was auch immer. Alles, was dir irgendwie jemand beibringt über Investieren, ist alles schön und gut, aber im Grunde, wenn ich halt die Summe hochschrauben kann, die ich da irgendwie monatlich wegpacke, das ist der größte Hebel, da ist irgendwie, ob ich jetzt 3% oder 6 oder 7 habe, völlig egal. Und von dem her muss ich gucken, dass ich halt eben meine Skills verschärfe, dass ich ein höheres Gehalt, höhere Einnahmen, wie auch immer, halt eben erzielen kann. Und genau diese Aussage trifft es meiner Meinung nach wie die Faust aufs Auge, denn ich habe früher sehr viel Finanz-YouTube geschaut und da war das gängige Narrativ immer dieses frugale Leben. Man sollte so wenig wie möglich ausgeben und so viel wie möglich sparen. 3 Euro für einen Kaffee auf dem Weg zur Arbeit, viel zu teuer, das Geld lieber nehmen und in irgendwelche risikofreien Aktien investieren. Und dann im Alter könnte man die Früchte ernten, aber erst als ich mich mal hingesetzt habe und das Ganze ein wenig durchgerechnet habe mit meinem Einkommen, bin ich drauf gekommen, dass das sehr wahrscheinlich nicht der Weg ist, um irgendwie an Wohlstand zu kommen. Verstehe mich nicht falsch, seinen Lebensstil dezent zu halten, auch wenn man mehr verdient, ist eine verdammt gute Idee, aber die wirkliche Variable beim Vermögensaufbau ist, wie Kai schon sagte, das Einkommen. Investieren ist interessant, um sein Vermögen zu erhalten, aber reich sparen wird, wenn das Einkommen nicht deutlich über dem Durchschnitt liegt,
wohl kaum funktionieren. Was ist also der theoretische Weg zur Million? 75% aller Millionäre sind Inhaber einer Firma. Dafür muss man zwar sehr viel Risiko aushalten und trägt viel Verantwortung, aber genau daran orientiert sich das Einkommen im Kapitalismus. Entweder man verkauft etwas Hochpreisiges an wenig Menschen oder etwas Billiges an viele Menschen. Das kann entweder ein Produkt sein oder eine Dienstleistung und ich weiß, dass das sehr vage ist. Doch was es genau ist, muss halt wirklich jeder für sich selber rausfinden, denn man muss an dem Ding auch Spaß haben, nur so wird man gut genug, um irgendwann mal dafür bezahlt werden zu können. Wenn man also etwas tut, was man wirklich gerne tut, daran Spaß hat, darin gut wird und das dann auch noch gefragt ist, dann kann man dort mit ein bisschen Kreativität jede Menge Geld draus machen. Und wenn das nächste Mal Zweifel aufkommen, dann möchte ich nur auf diesen Typen hier verweisen, der wurde Millionär, indem er Haustiersteine verkauft hat. Das ist wirklich passiert. Statistiken haben außerdem gezeigt, dass Leute, die diesen Kanal hier abonnieren, wesentlich wahrscheinlicher Millionäre werden als Leute, die es nicht tun. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen, bleibt gesund, mögen alle eure Träume wahr werden und wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Peace!